Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Anleitung. Heute Acrylnägel. Ich habe Tipps geklebt. Das sind die Stiletto-Tipps von Milano Nails in Natur. Habe sie gekürzt, habe sie jetzt wieder so zu einer Art russischen Mandel gefeilt. Ich mag die Form einfach gerne. Acryl arbeite ich eigentlich meistens auf Schablone, aber auf Tipp geht das natürlich auch super einfach. Und ja, ich habe die Nägel vorbereitet, die Tipps sind schon geklebt, befeilt und wir machen gleich mit Acryl weiter. Ich kombiniere das Ganze dann mit Gel. Viele fragen nach Acryl-Videos. Ich habe einfach viel weniger Kunden mit Acryl. Ich weiß auch nicht wieso, ehrlich gesagt. Aber ich arbeite generell ein bisschen lieber Gel, deswegen habe ich nicht ganz so viele Videos für euch. Aber wenn ihr da spezielle Wünsche habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann muss ich mal schauen, wann ich das schaffe. Jetzt ist es recht warm draußen. Da kann ich euch empfehlen, Liquids zu nehmen, die nicht so schnell aushärten. Ich habe ja bei mir im Shop das CA-Nails Liquid und ich habe da ein normales, das ist das Premium Liquid und eins, das schneller aushärtet. Also wenn ihr noch am Anfang steht und das noch nicht so gut könnt, dann nehmt auf jeden Fall das ganz normale Liquid. Oder was ich euch empfehlen kann, Milano Nails hat zum Beispiel auch Acryl und das härtet sehr, sehr langsam. Für Anfänger ziemlich gut, gibt es allerdings nur mit Gewerbeschein. Ja, genau. Ich habe mein Liquid schon abgefüllt und ich benutze jetzt nur dieses Puder aus meinem Shop. Das ist Perfect Cover, beziehungsweise es gibt auch einen Perfect Pink. Die sind ziemlich ähnlich und das deckt auch sehr gut. Ich habe auch das Bright Light Pink. Das kann man für Babyboomer nehmen. Wenn man wirklich eine gute Deckkraft braucht, dann würde ich halt wirklich dieses Perfect Cover nehmen. Und ja, on top arbeiten wir dann mit Gel. Das kann man ja auch machen, das ist kein Problem. Ja, mein Pinsel sieht man schon nicht mehr, ist der von MSE, den benutze ich ziemlich gerne. Und ja, dann, also man bräuchte jetzt nicht unbedingt einen Primer, aber bei Acryl, muss ich sagen, benutze ich doch eigentlich meistens einen Primer. Ich habe da doch die Erfahrung, dass das besser ist. Das ist jetzt von Sommernail, dieser Stift. Damit kann man das einfach leicht dosieren, einfach auf den Naturnagel auftragen, kurz antrocknen lassen und dann geht es auch schon los. Und ich versuche das Acryl natürlich schon so aufzutragen, dass ich nicht mehr viel feilen muss. Also Acryl ist wirklich schwer zu befeilen. Ich glaube, das ist somit ein Grund, warum ich das nicht ganz so viel benutze. Mit Gel geht das für mich einfach ein bisschen einfacher. Aber an sich ist Acryl natürlich eine sehr schöne Technik. Und wenn man Haftungsschwierigkeiten hat, ist Acryl oft die Lösung. Aber das ist ja bei jedem anders. Jetzt einmal durchs Liquid mit meinem Pinsel, mache mir den schön, also immer schön in eine Richtung, damit die Haare schön sind. Und diesen Pinsel habe ich schon echt lange von MSE und der ist wirklich gut, der hat einen schönen Bauch und ja, mit dem passiert nichts. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Pinsel, der ist feucht mit Liquid, über den Nagel, dann kann ich das Acryl leichter verteilen. Ich stelle euch jetzt mal um. So, dann gehe ich jetzt in mein Puder und nehme das erste Bällchen auf. Wichtig ist, dass die Kundin ihre Hand ganz locker hat und dass der Nagel so ein bisschen nach unten schaut. Einfach damit mir nichts in den Rand kommt. Ich setze es hinten ab und verteile es zügig zu den Seiten. Es ist recht warm und ich merke das einfach zur warmen Jahreszeit. Das härtet viel, viel schneller aus. Die Kundenhände sind warm, meine Hände sind warm und da merkt man einfach, obwohl ich jetzt das langsame Liquid nehme, dass das recht zügig geht. Also ich habe es jetzt nach rechts und links und Seiten verteilt und streiche es nach vorne aus. Wie bei Gel ist es auch hier wichtig, dass man bis zu den Grenzen des Naturnagels arbeitet. Also bitte nicht überall 2 mm Abstand halten, weil das Ganze sonst liften kann. Die Nägel sind ja jetzt auch recht lang, das heißt, wir dürfen auch nicht zu dünn arbeiten. Aber wenn man schön feilt und die Statik schön setzt, das Material, dann braucht man jetzt auch nicht, wer weiß wie viel. Ich setze jetzt noch ein Bällchen mit der flachen Seite. Also ich nutze wirklich den Pinsel aus. Ne? Also nicht nur mit der Spitze tippen, sondern auch mit dem Bauch. Wir haben viel Fläche, das können wir nutzen. Ich drücke mir das Material nach vorne in diesen tippenden Bewegungen. Ihr hört vielleicht auch, ich habe ja auch meine Staubabsaugung an, die von Nova Flair, die filtert ja die Gerüche. Also während ich arbeite, rieche ich immer gar nichts von meinem Acryl. Riechst du was? Nein. Auch nicht. Und das finde ich immer sehr angenehm. Und ihr solltet natürlich dann euren Müll später, die Serviette, auch nicht hier die ganze Zeit im Mülleimer lassen, sondern am besten am selben Tag dann auch noch direkt entsorgen. Sonst bringt euch die Absaugung hinterher auch wieder nicht so viel, weil ihr sonst trotzdem diesen Gestank habt. So, ich habe das schön glatt gestrichen. Ich gehe jetzt nochmal durchs Liquid.
und streiche mir das wirklich schön glatt. Ich gucke nochmal von vorne. Ja, rechts fehlt mir eine kleine Ecke, da nehme ich noch mal ein kleines Bällchen nach. Schöner an Acryl ist natürlich, dass das lufthärtend ist. Ich muss nicht in die Lampe. Es geht jetzt eigentlich auch recht zügig. Aber wenn ihr zum Beispiel zu Hause arbeitet und nicht diese Staubabsaugung habt, dann kann der Geruch einem natürlich auf den Keks gehen, muss ich ehrlich sagen. Also da gibt es so gewisse Ehemänner und Kinder, die das dann nicht so witzig finden. Da kann ich euch empfehlen, wenn ihr Acryl ausprobieren wollt und mit dem Acryl nicht klarkommt, dann nehmt UV-Liquid. Habe ich auch in meinem Shop, härtet dann allerdings unter der Lampe, ist auch von der Verarbeitung ein bisschen anders. Das ist schon anders als normales Acryl, definitiv, aber das wäre so eine Lösung, wenn ihr sagt, ihr braucht die Härte von Acryl für eure Nägel, weil sonst nichts hält, und dann ja, könnt ihr das auch so nutzen. So, wir machen direkt weiter. Ich werde jetzt auch nichts pinchen oder so, ich lasse die Nägel wie sie sind. Ich feile sie gleich in Form und dann machen wir on top mit Gel weiter. So, die Nägel habe ich befeilt. Wenn ihr wissen wollt, wie, dann schaut euch einfach mein letztes Video zu meinen Urlaubsnägeln an. Das waren ja diese pinken Nägel, da bin ich da ein bisschen drauf eingegangen. Ich habe den Staub entfernt und arbeite jetzt mit diesem Cat Eye Gel von Trend Nails. Ist auch in meinem Shop. Wenn ihr euch für Cat Eye interessiert, die sind bei mir jetzt im Sale. Das ist die Nummer 23. Ich mache da jetzt gerade einen Abverkauf. Ich habe nicht so viele Farben. Müsst ihr einfach mal schauen. So sieht das aus. Da habt ihr dann 20% Rabatt auf die Gele. Und das ist jetzt eben so ein richtig schöner Orangeton mit goldenem Schimmer. Auch richtig schön für den Sommer. Mein Modell ist auch schön braun an den Händen und dann sieht das natürlich immer noch ein bisschen schöner aus. Ich trage da jetzt eine Schicht von auf. Also ich werde jetzt hier diesen Magneteffekt auch gar nicht nutzen. Ich will einfach nur Farbuntergrund, weil ich da mit Chrompigmenten arbeiten möchte. Ihr könnt die Chrompigmente ja in die Schwitzschicht einarbeiten oder in die Gellacke von Trend Nails, je nachdem. Funktioniert beides. Und hier möchte ich jetzt wirklich dann einfach nur so einen Untergrund haben. Und mit diesem Gel arbeite ich dann auch das French an den anderen Nägeln. Da möchte ich nochmal French machen, Smile Line, und nehme ich gleich aber einen dünnen Pinsel für. Es tragt jetzt einfach gleichmäßig auf. Nicht zu dick bitte. Lieber in zwei dünnen Schichten, aber wir brauchen hier wirklich nur eine Schicht, weil wir mit Pigmenten arbeiten. Das härten wir einmal aus. Und ich muss gleich einmal gucken, welches Pigment ich nehme. Wahrscheinlich das. Ich habe jetzt die aktuelle Linibox. Da ist ja ein Gellack dabei nach Wahl, drei Pigmente und dann der Speedshine. Und das ist jetzt eins von den Pigmenten, das ist die Farbe Orange. Das ist immer ganz witzig, weil die in der Dose teilweise sehr unscheinbar aussehen. Der richtige Effekt, der kommt erst, wenn man die tatsächlich benutzt. Also nur das ist jetzt das beste Beispiel dafür, das ist Orange. Gut passen würde jetzt auch dieses Sparkling Gold. Ich werde das gleich mal ausprobieren, welches besser passt. Die werde ich benutzen. Die Box werde ich euch nochmal verlinken, da könnt ihr schauen. Und genau, jetzt nochmal hier die Hand. Hier habe ich das schon aufgetragen und die Pigmente könnt ihr entweder mit Pinsel einarbeiten oder einfach mit dem Finger. Dieser Gellack hat keine richtige Schwitzschicht und da könnt ihr jetzt im Prinzip mit dem Finger reingehen und das einarbeiten. Das hat einen sehr, sehr schönen Effekt. Das ist das Interessante an diesen Gellacken. Die haben an sich keine Schwitzschicht, aber trotzdem bleiben die Pigmente da drin haften und zwar richtig schön. Und dann kriegt ihr eben diesen Chromeffekt. Einfach verreiben. Wie gesagt, ihr könnt auch so einen alten Pinsel nehmen. Und das haftet hier richtig, richtig gut. So richtig extrem kommt der Effekt dann raus, wenn ihr dann mit dem Speedshine arbeitet. Das ist ein Versiegler ohne Schwitzschicht. So. Jetzt entfernen wir einmal den Staub. Dann ist das so ein orange-pinker Schimmer. Und bei der zweiten Schicht zeige ich euch das dann auch nochmal.
So, am kleinen Nagel nehme ich jetzt dieses Pigment. Das gefällt mir richtig gut. Also wenn ihr euch welche aussucht, 3 Stück könnt ihr euch ja aussuchen, dann guckt euch das mal an. Es funkelt schon mal richtig schön. Ich mache das jetzt auch mit dem Finger. Geht hier rein. Und genau gleich. Also da hat man wirklich so einen richtigen Spiegelglanz. Und das Ganze wird eben intensiviert, wenn ihr dann gleich nochmal eine zweite Schicht benutzt, aber ich finde, es sieht auch jetzt schon richtig toll aus. Am Ringfinger nehme ich wieder das Orange und wie ihr seht, arbeite ich jetzt schon das French auch mit dem Cat Eye in 2 Schichten und bei der zweiten Schicht nehme ich dann den Magneten. Ich nehme jetzt einfach einen dünnen Pinsel, ich habe jetzt einen von Nail Expert, das ist so ein kleiner Striper und da setze ich mir erstmal Punkte, einfach damit ich weiß, wo meine Smileline anfangen und wo sie enden soll und dann verbinde ich die erstmal. Also für mich ist das immer eine Hilfe, aber da muss jeder für sich so ein bisschen gucken, wie er das am besten hinbekommt. Und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich mir einen Fullcover-Pinsel und fülle das Ganze sozusagen aus. Quasi erstmal die erste Schicht, das lasse ich aushärten und bei der zweiten setze ich dann den Magneten und dann habe ich den tollen Cat-Eye-Effekt. So sieht das einmal aus und dann ab in die Lampe. So, jetzt arbeite ich einmal die zweite Schicht. Das mache ich jetzt einfach mit dem großen Pinsel. Einfach nochmal drüber gleiten und dann könnt ihr euren Magneten nehmen. Ich nehme jetzt den ganz normalen, ich setze ihn ja ganz oft schräg, dieses Mal werde ich ihn gerade drauf setzen. So. Einfach für 3 Sekunden drüber halten und dann habt ihr in der Mitte den Schimmer und härtet das Ganze nochmal aus. Als Highlight nehme ich jetzt die Farbe Champagner Glitter so. Und den kleinen Nullerpinsel von mir, von Nail Expert und setze nochmal unter der Smileline eine dünne Linie. Einfach nochmal als kleines Highlight, also ihr kennt das Gel schon von mir, ich benutze das sehr gerne. Dadurch, dass das ein Champagnerton ist, also weder zu goldig noch zu silbrig, passt das auch fast zu jeder Farbe, finde ich. Also ganz dünn und dann härtet ihr es wieder aus. So, ich bin jetzt schon dabei, die Nägel mit Speedshine zu versiegeln. Der ist mit in der Box drin, Versiegler ohne Schwitzschicht. Und auf die Nägel, wo ich das Pigment aufgetragen habe, kommt gleich nochmal eine zweite Schicht mit dem Pigment. Einfach dünn auftragen. Speedshine bitte nicht zu dick, also wirklich eine dünne Schicht, damit euch auch nichts in den Rand läuft. Und 2 Minuten aushärten unter UV oder 30 Sekunden unter LED. Und dann könnt ihr das Pigment nochmal einarbeiten und dann sieht das viel intensiver aus. So, wir beginnen dann mit der Nail Art. Ich habe schon im letzten Video gesagt, ihr müsst ein bisschen gucken, wann Trendnet sie wieder drin hat, die Sachen, weil nach der Hausmesse alles ausverkauft war. Ich nehme hier wieder diese Ringe, ich finde die total schön, also die benutze ich im Moment sehr, sehr viel. Dann benutze ich die kleinen goldenen Mikroperlen, die ganz normalen irisierenden Steinchen. Und die dann nochmal in Mini und da ist noch so ein Champagner-Gel drin. Ich glaube Champagner-Rosé hieß das, Steinchen meine ich. Das sind alles Swarovskis und ich klebe sie jetzt mit dem Speedshine. Also damit könnt ihr jetzt einfach punktuell auftragen und dann das Ganze befestigen. Ich mache es etappenweise, also immer so ein bisschen mit anhärten, damit mir nichts verläuft. Das ist natürlich jetzt anders als mit Kleber. Mit Kleber kann ich dann natürlich alles einem machen. Mit dem Spotty trage ich das jetzt auf und dann versuche ich jetzt diesen Ring mit meinem Picker hier zu nehmen von Trendnails. Der ist natürlich ein bisschen schwer, der Ring, deswegen fällt der manchmal ab. Ich lege mir den hier jetzt einfach drauf und dann nehme ich auch gleich das Steinchen, dieses Champagner Rosé und lege das in die Mitte.
Das Gute ist natürlich, wenn ihr das mit Gel macht, dann habt ihr natürlich alle Zeit der Welt, das zu bewegen. Und das härte ich jetzt einmal schnell an. Ich teste im Moment die Lampe von Nicole Weiss, also die UV-Röhre, UV-LED. Und ich muss sagen, die gefällt mir echt richtig gut, weil einfach mal alles in 30 Sekunden fest ist oder in einer Minute. Ihr könnt hier sehen, wie das am Ende aussehen soll. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber da könnt ihr natürlich, ihr habt verschiedene Elemente, ihr könnt hier richtig viel rumexperimentieren. Das mag ich total. Und das sieht jetzt eben aus wie so eine Kette oder so, die runterhängt. Das finde ich sehr hübsch. Ja, und dann seid ihr im Prinzip auch schon fertig. Die Hand wieder raus, bitte. So, und dann trage ich mir hier jetzt wieder das Gel auf an den Seiten. Und da nehme ich mir jetzt einfach mit dem Spotty die kleinen Perlen. Also ich finde Perlen, die Mikroperlen sind leichter aufzutragen, wenn man jetzt wirklich einen Spotty hat, wo ein bisschen Gel dran ist, weil die sind so ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. So, dann nehmt ihr euch jetzt einfach ein paar, legt die schön nebeneinander. Und in dem Gel könnt ihr sie jetzt natürlich gut bewegen, dort wo ihr sie hinsetzen wollt. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann geht es einmal ab in die Lampe zum Anhärten und dann mache ich das gleiche auch an der anderen Seite. So, einmal anhärten. So, und zum Schluss nehme ich jetzt nochmal Speedshine und trage hier so eine Linie mehr oder weniger auf. Und mit dem Picker nehme ich jetzt erstmal einen von den etwas größeren Swarovskis irisierend und dann noch einen Mini. Und die setze ich da einfach daneben. Schiebe sie mir nochmal so ein bisschen zurecht. Dann lasse ich es aushärten. Was ich jetzt allerdings noch mache nach dem Aushärten, trage ich nochmal ganz dünn ein bisschen Speedshine über die Perlen, weil bei den Perlen, finde ich, kann es doch mal schneller passieren, dass man die irgendwie verliert, wenn man irgendwo gegenkommt. Und deswegen würde ich euch das nochmal empfehlen, dass ihr da nochmal ein bisschen Gel auftragt. Danach nur noch einölen das Ganze und dann zeige ich euch das Endergebnis. Dann sind wir fertig. So, jetzt könnt ihr hier nochmal alle Finger sehen. Den schönen Chrom-Effekt und der Nail Art. Und es ist nicht schwierig nachzumachen. Ich betone es jedes Mal wieder. Da muss man nichts für können, einfach nebeneinander setzen und kleben. Und ich finde es richtig schön. Ich finde, es sieht so ein bisschen orientalisch aus. Ich mag hier dieses Pigment total gerne. Das ist total mein Ding. Ihr wisst, ich stehe auf Gold. Ich werde euch nochmal alle Pigmente zeigen. Also, weil das sieht ja wirklich in der Dose immer anders aus. Da werde ich euch nochmal ein Video zeigen. Dann könnt ihr euch vielleicht besser entscheiden. Hier nochmal die untere. Sieht genauso aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps für euch dabei. Probiert das Ganze mal aus und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.